Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zum dritten React der vierten Staffel von Zwei Kerle, eine Karte. Mit mir, dem Kurga und Utwin. Und Utwin. Und heute schauen wir uns die dritte Folge an, wieder auf Utwins Kanal. Schlange und Schwein, einfach nein. Genau. Das ist ein toller, ich glaube, wir können uns auch überbieten mit den Folgennamen einfach. So ist einer besser als der andere. Das war jetzt nicht mal so geplant, dass sich sowohl die zweite als auch die dritte Folge reimt. Hat ganz gut gepasst, würde ich sagen. Ja, okay. Letzte Folge. Folge 2 findet ihr das React auf Utwins Kanal und nächste dann auch wieder. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Schlange und Schwein, einfach nein. Ich habe Utwin in der Lage zurückgelassen, dass er einen direkten Angriff der Schlange ins Gesicht bekommt. Schlange direkt ins Gesicht, richtig, ja. Das war's. Und damit herzlich willkommen zum dritten Part von Zwei Kerle, eine Karte, Staffel 4. Und letztes Mal habe ich ja Koga, so eine eigentlich ganz gute Vorbereitung hinterlassen. Und die Banditen haben da so ein kleines bisschen gesagt, nee, sorry, ist hier nicht. Und es gibt eine Sache, die mich gerade gewaltig irritiert. Und zwar, ich meine, ich habe jetzt im ersten Part, klar, mich ein bisschen ausbauen können, aber ich habe schon ziemlich aufs Maul bekommen und es hat schon mal viel Vorbereitung kaputt gemacht, wenn jetzt einfach mal die Hälfte meiner Bogenschützen draufgehen und viele Sachen, viele Probleme bereitet haben. Und Kurga ging jetzt halt ernsthaft her, hat mir den Spielstand zurückgeschickt und hat so gemeint, ja, was machen wir eigentlich, wenn hier diese Staffel nur so 5 bis 6 Folgen geht? Ich dachte... Du war das schon nach der ersten Folge? Ich dachte, das hätte ich erst nach meinem zweiten Video, also nach der das hast du wirklich Folge. Nach dem ersten Spielstand, den du mir geschickt hast, geschrieben, wo ich mir einfach dachte, okay. Ist der schon halb durch die Mission oder was ist da? Na dann mal gucken. Ja, wie wenig Probleme konntest du jetzt bitte haben? Ich sehe schon kommen, dass das wieder so ist wie bei Stronghold 2, bei der dritten Staffel, dass Kurga so ein bisschen den gemütlichen Part hat und ich spiele einfach Dark Souls die ganze Zeit. Könnte interessant werden, weil kann sein, dass Koga einfach auf gar keine Probleme gestoßen ist, zumindest wie er es gesagt hat. Oder es war ein riesiger Bluff, das kann natürlich auch sein. Aber das möchte ich... Eher weder noch. Also ich hatte keine, also es war nicht so, dass ich keine Probleme hatte, aber es war jetzt auch kein riesiger Bluff irgendwie. Ich mal ganz kurz vorher nochmal loswerden. Für den Fall, und das da habe ich mich mit Koga mal kurz ein bisschen so abgesprochen, eher abgeschrieben, sagen wir es mal so. Ähnlich wie mit den Doktorarbeiten, ne? Wollte ich mir nochmal von der Line, egal. Ich glaube. Nee. Nein. Ich glaube, der fruchtet nicht ganz so sehr, wie er sollte. Okay, doch, aber. Bezüglich der Staffellänge. Sollten das jetzt wirklich nur 5, 6, 7 Folgen oder so werden, dann werden wir wahrscheinlich noch eine weitere Karte ranhängen und noch ein bisschen weiterspielen, weil, ganz ehrlich, das unter ist echt 10 nicht Folgen. Gut gealtert. Das ist überhaupt nicht gut gealtert, wirklich. Weißt um ein Haar wäre diese Staffel einfach länger gegangen als die erste. Jeder, der die Staffel nicht live schaut, also wirklich so am Tag, wo die rauskommen und einfach in der Playlist sieht, dass da 18 Folgen drin sind und einfach schmunzeln muss bei meiner Aussage im Sinne von, oh, das... Obwohl, man sieht es ja nicht genau. Man sieht ja nur, dass Zwei Kerle eine Karte ist und man sieht ja auch noch nicht mal den Kartennamen. Also die Leute könnten vielleicht davon ausgehen, dass die ersten 6, 7 Folgen die eine Karte sind und die restlichen 10 Folgen sind eine andere Map. Von daher ist es gar nicht mal so ein Spoiler, die Folgenanzahl zu sehen. Genau, also nee, Moment. Also es ist ja so, dass wenn die Folge rauskommt, dann packe ich die ja erst in die Playlist. Das heißt, wenn jemand jetzt live dieses Video guckt, kurz nach Release, live sowieso nicht. Das sind ja nur 3 Videos in der Playlist. Und wenn jetzt jemand irgendwie in 2 Monaten guckt, dann sind ja irgendwie 18 plus 18, 34 Videos drin. Mit den 36 Reactions dann, ja. Ja, 36. Mit den Reacts quasi. Ne? Und da kann man es auch so sich denken, ja. Aber da weiß man es trotzdem noch nicht genau. Finde ich, ist es keine Staffel. Ja, ich gucke dich an Netflix. deswegen. Ich gucke dich an Game of Thrones Staffel 8. Deswegen schauen wir einfach mal, wie lange das geht. Aber 10 Folgen dürften es schon gerne sein. Ansonsten gibt es noch eine weitere Karte, die ich in den Hintern halte, die man auch ganz gut nutzen könnte. Okay, dann schauen wir einfach mal. Wir sind hier noch nach wie vor bei dem Stand, den ich hinterlassen habe. Gucken wir mal, was Kurga daraus gemacht hat. Da. Ja, ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass Kurga tatsächlich sehr viel Ruhe hatte beim Aufbau. Was sagt denn die Jahreszahl? Das würde mich interessieren. Oktober 1071. Bei ihm? Und Laden. Okay, dass man jetzt einfach 4 Jahre gechillt bei ihm. Gechillt. Fand ich gut. Es sah zumindest danach aus. Ein bisschen schon, ja. Ich meine, da darf ich nicht vergessen, bei deinem zweiten Anlauf hast du die Rat ja ziemlich easy abgewehrt. Da ist ja nicht wirklich Schaden entstanden, also dementsprechend ist da wirklich so ein bisschen aufblühende Wirtschaft gewesen. Das stimmt, das stimmt. Immer noch Zeit. Warum hat sich Kurga so gut aufbauen können? Ist da wirklich nichts mehr gekommen? Keine Angriffe mehr? Es wäre so lustig, wenn wirklich nach den Banditen, die mir einfach das Tor ausgetrümmert haben, einfach gar nichts mehr gekommen wäre.
Ja, du müsstest ja aber gleich wahrscheinlich sehen, indem du das hier oben siehst, mit dem, mit dem Torhaus und dem Holzpalisade. Aber nicht zumindest die Schlange oder sowas? Aber schon interessant. Er hat schon mal zu... Er macht einen negativen Angstfaktor. Interessant. Interessant. Wahrscheinlich hast du dir gedacht, Junge, was für ein Spaß, Alter. Ich habe erst vor kurzem die ganzen Folgen aufgenommen zu der Winternaht. Ich bin noch ein bisschen, ich habe noch so leichte Störungen, was Angstfaktor angeht, vor allem negativen. So zuckendes Auge, wenn du so einen Geigen einfach siehst. So. Gut, ich meine, wir haben wenig Geld. Die Industrie steht ganz gut. Wir haben hier ein schönes Türmchen hinten aufgebaut. Da. Guck, hat wieder genau das Haus aufgebaut, wo es ursprünglich war. Schön. Naja, nur eins gesetzt. Ja, genau. Da drüben ist noch ein Torhaus und da ist einfach zu. Also wir machen jetzt nicht im Sinne von... Ah, da hinten ist angeschlagen. Das heißt, wir wurden nochmal angegriffen. Interessant. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, Timer liegt bereit. 3, 2, 1. Regeln sollten allgemein bekannt sein, ne? 3, 2, 1 und los. 60er Tempo haben wir. 60er Tempo haben wir. Wunderbar. Gut. Können wir eigentlich... Wir können einen Brunnen bauen. Es könnte rein theoretisch wirklich ein Feuer ausbrechen, ne? Das Volk, die Truppen... Oh Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. An das an Feuer, ehrlich gesagt, ne? Das ist krass. So, jetzt bin ich auf deine Reaktion gespannt, wenn du die Schlange siehst. Jetzt einfach instant ging's los, einfach. In der Schlange greifen an. Du willst mich doch ver... Bin zur Stelle, es werden Waffen benötigt sein. Ja, geil, natürlich, sicher. Nicht mal die Ankündigung. Schlange. Schlange, Schlange, Schlange. Schlange an die Wange. Hashtag. Alter, was? Wie geil. Die Kuhfarmen sind noch hier. Wir bekommen weiterhin Harnische rein. Ich würde die Harnischproduktion mal ein bisschen erhöhen. Das werden wir jetzt brauchen. Um mir dann im Falle eines Fallus weitere... Oh mein... Haben wir irgendwo hinten offen, oder? Ja gut, da ist einfach... Einfach ein bisschen Holz aufgebaut. Oh, das war... Ach, das waren Galgen. Ich dachte, das sind so Überreste vom Torhaus gewesen. Ist das jetzt von einem Holz-Torhaus, dachte ich mir. Ah, so diese, so, weil bei Holzhäusern bleiben hier und da gerne mal so diese Überreste noch so. Hochplattformen da, die es da gibt. So diese Holzplattformen noch übrig. Okay. Nee. Aber du hast es ja dorthin jetzt zugemacht. So ab dem Zeitpunkt hätte ich es auch wahrscheinlich gemacht. Weil so spätestens ab hier muss man zumachen, weil dann man sonst keine Zeit mehr hat, sonst ist hier... Das größte Problem jetzt mit Streitkolbenkämpfern, die kommen da halt so schnell durchgecharged, die kriegst du da nicht abgeschossen vorher. Und die Wände sind ja auch so dünn, also da sind die schnell durch. Ach du Scheiße. Ja, natürlich. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Okay, die werden jetzt erstmal die Außenwirtschaft ein bisschen zertrümmern. Ist in Ordnung. Bisschen zertrümmern ist gut. Wir haben Bier. Hast du gerade diesen einen Armbrustschützen hier auf dem Bergfried gesehen? Ja. Wie der so dreimal schießen wollte und erst beim vierten Mal geschossen hat? Also, das habe ich nicht gesehen, ne. Achte mal drauf. Bisschen zertrümmern ist gut. wieder so abhipstert wie in einer Disco, Alter. Ein Bierausschank, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich den letztes Mal bereitgestellt habe. Ich glaube nicht, ich hatte nur die Brauereien gemacht. Oder hatte ich die Schenken? Ich bin mir gerade unsicher. Ne, die Schenken waren von mir. Ja geil, da hinten machen sie auf. Ach, das Torhaus ist ja auch noch fast hinüber, das ist ja noch schlimmer. Auf und sie sind gleich durch. Wofür eigentlich der negative Angstfaktor? Wir brauchen ja nicht mal irgendwelche Waren. Weder Waren noch gewesen. Aha. Ja, hi! Oh, shit! Ich meine, wir pieksen uns da jetzt ein bisschen durch, klar. Ob es reicht, weiß ich nicht. Das hat ganz gut geklappt, weil die ja schon ziemlich angehittet waren. Also es war gar nicht so schlecht. Nicht, weil da kommen noch viel mehr. Ja, also am Ende hat es dann die Masse einfach nicht mehr gehalten. Ja. Das ist der Stuhl von Emils Mutter, denkt sich das auch täglich. Du mal auf Emils Mutter, ich mag die, ist voll nett. Die macht, bringt mir immer Kuchen mit. Oh, shit. Dass da noch welche übrig bleibt, wundert mich. Ja, der halbe ist immer auf dem Weg hierher dann schon weg gewesen, das stimmt. Shit. So eine richtige Bissspur einfach drin. Einfach nicht mal geschnitten, einfach ab. Einmal reingebissen, so abgebissen. Und sie sagt dann so, oh, Entschuldigung, ich bin draufgefallen. Shit.
glaube, das müssen wir laden. Aber es ist machbar. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja sonst alles eigentlich ganz gut abgewehrt. Mhm. Hättest du 30 Sekunden mehr Zeit gehabt und das Tor auswärts zu, hättest du es wahrscheinlich geschafft. Es ist machbar. Der Schlangenangriff ist tatsächlich auch noch so halbwegs fair. Abschwein fängt es an, frustrierend zu werden. Das stimmt. War. Es ist machbar. Können wir irgendwoher noch... Okay, ich baue erstmal hier zu. Restlich. Das war schon wieder... Das wird noch öfter stattfinden, immer so, scheißegal. Geil. Ey, das... Dankeschön. Wirklich, Dankeschön. Die ganzen Kinder, Alter. Ey! So. Ja, aber die zwei Armbruchschützen gehen mal hier rüber. Weitere vier Bogenschützen. Wir müssen schauen, dass das hier hält. Also eigentlich ist das jetzt schon viel Erfolgsversprechen, weil das Tor jetzt mehr aushält. Das sind die paar Sekunden, die dir einfach gefehlt haben gerade. Hält. Und ja. Ist ein bisschen abgewehrt wird. Okay, irgendwelche Güter, die wir verkaufen können. Aber andererseits, du hast das, glaube ich, zu früh zugemacht. Jetzt gehen die, glaube ich, nicht mehr da hinten hin. Jetzt gehen sie nicht mehr da hinten durch. Richtig. Jetzt greifen sie vorne an und so. Oder an der Seite, an der anderen Seite. Effektiv. Nur bedingt. Nur bedingt? Ich weiß jetzt auch nicht, was es ging. Du hast dreimal nur bedingt gesagt. Ja. Achso, aber warum du das gesagt hast? Warum ich das gesagt habe, ja. Der Kontext ist verloren gegangen, weil wir pausiert hatten zwischendurch. Okay. Irgendwelche Güter, die wir verkaufen können, effektiv. Ah. Güte. Nur bedingt. Das erinnert mich jetzt gerade dran. Vor kurzem habe ich gesehen, so ein Cut, Herr der Ringe. Aber nur, wenn jemand das Wort Ring sagt. Und das siehst du wirklich so 3 bis 4 Minuten lang nur Ring. Dann kommt so Gandalf plötzlich so Ring. Dann hat er gesagt, hey, ich habe meinen neuen Klingelton gefunden, geil. Was ich aber auch geil an diesen Edits finde, zum Beispiel, alle Szenen, wo zwei Frauen sich miteinander unterhalten. Hm. Und dann siehst du einfach nur am Anfang Lord of the Rings und dann The End. Und es einfach keine einzige Szene gab. Das und was ich auch so geil und genial fand, habe ich gestern erst gesehen. So, warte, lass mich raten. Alle Sätze, die Legolas mit Frodo ausgetauscht genau, hat. Genau, das habe ich gestern Abend im Pool bekommen, wo er nur sagt, you have my bow. Und dann direkt und dann bei Peter Jackson. Das war einfach okay. So Comedy-Gold, einfach nur, ey. Wirklich. Oder was ich auch immer auf Instagram geil finde, solche Memes zum Beispiel, wo dann so vier Bilder und dann steht da so da, Gimli sagt zu Frodo, du hast meine Axt. Und Gimli sagt, du hast meinen Bogen. Und Aragorn, du hast mein Schwert. Und dann so rechts unten sieht man Sauron und meinen Ring, gib ihn zurück. Ich will ihn wieder haben. Oh Mann. Schön. Hoffentlich hält er das mal so weit vor. Bin zur Stelle. Weitere Bogenschützen bitte mal hier auf Position. Aus. Weißt du, ich starte halt einfach die Mission und es beginnt gleich schon mit der Dark Souls Bossmusik und unten hier der große der Lebensbalken Herzog Burigar erscheint einfach. Ich kann es mir richtig geil vorstellen, wie da noch so ein Bild von der Schlange hier eingeblendet wird. Und so ein Lebensbalken da drunter ist einfach mega. Bin zur Stelle. Allzeit bereit. So, kommt mal ran. Da hinten ist jetzt eine ganze Menge aufgestellt. Die wollen jetzt aber nicht mehr so durch wie letztes Mal. Das ist ja schon mal was. Auch wenn jetzt wahrscheinlich die gesamte Außenschaft kaputt. Das wird jetzt alles weggeraucht. In einem Zug. Schaft drauf geht. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube, das Einzige, was Koga hatte, waren wahrscheinlich ein paar Banditen. Im Winter gab es schon mal einen Angriff von der Schlange. Oder, stimmt, gab es die... Nee, die Püs hat ja, glaube ich... Hat er schon vollständig angegriffen oder war es nur die... Ich glaube, es war nur der Spätrupp. Ich glaube, es gab einen vollen Angriff von den Püs wahrscheinlich. Mhm. Das geht ja noch so ein bisschen. Aber schön, dass wir mal ein großes Tor haben. Sieht man auch nicht alle Tage. Oh, bitte gern. Habe ich gerne gemacht. Oder? Ja, das war so... So, meine indirekte Aussage zu sagen, was soll denn der Scheiß eigentlich? Warum steht da nicht ein kleines? Echt, wirklich? Nee. Aber das Groß hat doch mehr Lebensenergie, ja. Oder? Also, es ist so ein Geben und Nehmen. Es hat zwar mehr Lebensenergie, aber es hat auch eine größere Angriffsfläche in der Hinsicht. Also, es können mehr Leute draufschlagen. Mhm.
Das Kleine hat halt einfach den Vorteil, du kriegst es überall quasi reinplatziert. Aber wenn man das Große mal platzieren kann, ist es in Ordnung. Es passen ja auch mehr Truppen aufs Große drauf als aufs Kleine, ne? Das stimmt auch wieder, ja. Wenn man das Große eigentlich einmauert, ist es eigentlich ziemlich OP, wenn man es mal vergleicht. Also ja, man stimmt, hat den Platz. Man braucht natürlich schon einen Platz. Das ist halt das Problem, weil oftmals gerade bei solchen schmalen Zugängen reicht das gerade mal. Vor allem, wenn du noch Türme dazu platzieren willst, dann wird das ein bisschen knapp mit dem Großen. Ja, richtig. Ich glaube, einer der Hauptgründe, warum ich oftmals so gerne auch kleine Torhäuser mache, ist auch, weil die in Stronger Crusader die KIs, und ich habe ja genau wie du in Stronger 2 immer nach KIs baust, habe ich in Stronger Crusader immer ähnlich wie KIs gebaut und die meisten KIs haben halt kleine Torhäuser gebaut. Da habe ich mich dann auch ein bisschen nachgerichtet immer. Das stimmt. Aber was mich bei Stronger Crusader nervt, ist halt, dass die Zinnen oben abgeschnitten haben, dass man keine Zinnen mehr sieht. So finde ich das ja wenigstens noch hübsch, aber in Crusader ist es einfach nur so ein Würfel. Und ich finde, das sieht halt absolut unästhetisch aus. Okay, das kriegen wir soweit abgewehrt. Das ist gut, auch wenn wir viele Verluste machen, leider. Vor allem wirtschaftlich, meine ich damit. Ah, jetzt sind die da drüben. Bin zur Stelle. Ja, okay, das lässt sich nicht vermeiden. Das Tor wird draufgehen. Ah, da ist ja wirklich fast gar nichts mehr da, also. Ja, auf kurz oder lang Schwertkämpfer zu haben, wäre eine coole Idee. Dafür holen wir uns das Eisen rein, auf jeden Fall. Ja komm, mach da auf. Vor allem, die sind ja schon hier durch. Eigentlich schon, das braucht immer ein bisschen. Die brauchen ihre 5 bis 10 Sekunden, bis die realisieren, dass da eine Lücke ist. Vor allem dieser eine Günther hier, der sich denkt, oh, hier ist ja schon offen. Boah, er kann nichts mehr aufschlagen. Ich weiß doch, dass ihr es wollt. Wie du entspannt dabei zuguckst, wie deine Zivilbevölkerung abgeschlachtet wird, bevor du die Sperrträger rausschickst. So, warten. Ja. Wie so Aragorn oben auf Helms Klamm einfach nur, wo er den Bogenschützen irgendwie dann halten gesagt hat. Wie ich schon einmal den Gag gemacht habe, der wartet wirklich noch, bis die Frau so weggeknüppelt wird von ihm. Ne? So warten, dann haut die Frau um, so, ah, jetzt! Ja, genau. Okay. Nice. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Wunderbar. So. Der eine Typ, der dich letztens dumm angeranzt hat von der Seite, wartest du auch noch, bis der umgeknüppelt wurde? Ja, so, genau. Jetzt können wir rauskommen, Leute. Und dann, okay, nice. Nice. Die ganzen Zivilisten-Leichen da im Burghof. Okay, nice. Alle Soldaten noch so am Start, haben nicht mal einen Finger gerührt. Schon brutal. Hat man doch geschafft, war doch ist eine neue Strategie. Wir warten einfach, bis die feindlichen Soldaten erschöpft davon sind, sich durch unsere Zivilbevölkerung zu schlagen. Ja. Also ähnlich war es ja auch in der dritten Staffel, wo Olaf angegriffen hatte und ich dir dann nochmal in den Hof da gelockt habe und gesagt habe, ach Mensch, die Bauern halten die Berserker ja noch schön auf da, wunderbar. Kann ich mit dem Lord noch abhauen gehen? Kinderleicht, nicht wahr? Ich hätte schnell gerne Eisen, herzlichen Dank. Denn ich glaube, früher Schwertkämpfer auszubilden, ihr habt selbst gesehen bei der Winternaht vor allem, wie übel heftig große Blobs aus... Also schon kleine Blobs aus Schwertkämpfern sein können. Gerade gegen Schwein wird uns sehr helfen und natürlich dann auch gegen den Wolf wieder kommen. Ich kenne mittlerweile die Formel. Ihr könnt mich nicht mehr überraschen. Ich weiß, was kommt. Ah, Koka hat die Bäume hinten gefällt, oder? Nee, nicht ganz, nicht ganz. Ein paar sind noch da. Das ist ein Utwin, bist du noch da? Ich glaube, Utwin ist gerade rausgeflogen, wie mir scheint. Wir sehen gleich. Jetzt bin ich wieder da. Hallo? Okay, wir müssen. Ja, da war kurz. Die Kamera jetzt wieder. Ah, sehr gut. Da war jetzt wirklich kurz die Verbindung weg, ja. Achso, aber gut. Dann Kamera ist wieder da und die braucht wahrscheinlich. Aber nochmal einen kurzen Moment wahrscheinlich, um eine Quality wieder High-Level zu werden. Ja, jetzt sieht's wieder gut aus. Okay. Okay, dann musst du so 10, 20 Sekunden zurück. So viel ist etwa jetzt weg. Okay, dann mache ich noch kurz einen Punkt zurück. Okay. Dann etwa, ja, das sollte hinhauen. Alles klar. Auszubilden. Ihr habt selbst gesehen bei der Winternaht vor allem, wie übel heftig große Blobs aus. Also schon kleine Blobs aus Schwertkämpfern sein können. Gerade gegen Schwein wird uns sehr helfen und natürlich dann auch gegen den Wolf wieder kommen. Ich kenne mittlerweile die Formel. Ihr könnt mich nicht mehr überraschen. Ich weiß, was kommt. Ah, Koka hat die Bäume hinten gefällt, oder? Nee, nicht ganz, nicht ganz. Ein paar sind noch da. Das ist. Obwohl, das waren vielleicht die Holzfäller da. Wenn die beiden Holzfäller immer wieder ein bisschen was machen und es nachwachsen lassen, ist das gut. Ein bisschen Holz in Hinterhand ist in Ordnung. Gegen den Angstfaktor hast du dann aber auch nichts gemacht, ne? Du hast es dann einfach so gelassen.
Ich habe es ein bisschen hingenommen, weil ich mir einfach denke, wie ja viele Leute schon gesagt haben, es ist ja gerade der Sinn von zwei Kerle eine Karte, dass man das übernimmt, was derjenige vorher gemacht hat. Und wenn man immer das alles niederreißt, was derjenige an Entscheidungen vorher gemacht hat, kann man ja genauso gut alleine spielen. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, okay, du hast jetzt einen Angstfaktor gemacht, den lasse ich jetzt einfach, was deine Entscheidung ist und spiele jetzt einfach damit. Das war okay. So mein Gedankengang. Alles klar. Ansonsten haben wir gar keine. Weiß ich jetzt so nächste Folge, alles was du gebaut hast, ach weg mit dem Scheiß, erstmal neu bauen. Das hätte man jetzt perfekt gegenschneiden können. Holzmeer, ach du Schande, da drüben gibt's noch was. Ach siehst du, das Holz da oben, das habe ich gar nicht registriert. Es gab irgendwann mal eine Stelle, wo ich die ganze Map nach Holz abgesucht habe und dann war das da oben alles weg. Machen wir hier mal ein bis zwei Holzfäller hin nochmal. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Kommt die überhaupt darüber? Doch, hier oben ist ein genau. Übergang. Genau. Ja. Aber das Schlimme, was diesen Holz angeht, das ist auch immer das Geile bei meinen Kommentaren. Ich werde immer wieder angeranzt von wegen, mach mal mehr Holzfäller, dieses nachhaltige Holzfällen bringt eh nichts bei den kurzen Missionen. Und immer wenn ich dann mal sage, okay, mach ich mal mehr Holzfäller, dann sehe ich ab der Hälfte der Mission alle Bäume weg und denke mir, scheiße, wenn ich bloß wieder nachhaltig Holz gefällt, dass irgendwas da wäre. Ja, das fühle ich. Von daher, ich bin da auch so jemand, der sagt, ja, nachhaltig da ein bisschen eine Ecke mal stehen zu lassen, so, da bin ich auch dafür. Also sind wir ganz auf einer Wellenlänge. Botschaft von eurem Informanten. Oh, geil. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Geilomat einfach nur. Das Torhaus ist ja, das steht nur noch mit Luft und Liebe, glaube ich. stimmt, das Tor. Das ist ja noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Das ist gar nicht kaputt gegangen. Nee. So, wir haben jetzt dreimal. Fast wie neu. Ich schaue mir das einfach so an als Lord, sag so, boah, das ist Tor aus, das sieht ja so einwandfrei aus. Das ist fabrikneu. Da muss ich an unseren Daisy-Stream denken, wo wir zu dritt da in dieser Burgruine fahren und ich versucht habe, diesen Haufen Scheiße euch zu verkaufen. Guck mal, hier haben wir einen Brunnen, der ist komplett zugeschlagen und ausgetrocknet, also, perfekt. Also einfach so über das Tor, was so beschädigt ist, so ein Pflaster drüber geklebt, einfach nur. Weißt so du, und ich sag so, hey, das sieht ja noch echt brauchbar aus, das Torhaus. Und während ich das sag, fällt einfach so ein ganzer Balken um oder sowas von dem Torhaus. Oder das Fallgitter fällt einfach runter. Ja, so die komplett. Zinne klappt von oben ab, so nach unten. Okay. Das Volk liebt euch, mal. Wir haben keine Nahrung mehr. Die Jäger müssen. Das ist jetzt, glaube ich, der Tribut dafür, dass ich das alles auf Doppeltration oder so gestellt habe, mal zwischenzeitlich, und das nicht wieder zurückgesetzt habe. Noch erst mit der Beute zurück. Ich kaufe einmal Getreide nach. Gleiches auch mit dem Hopfen. Es muss alles wieder ein bisschen anlaufen, bitte, danke. Wie wir da wirklich beide, auch das, was das angeht, auch selbst genauso denken. So, obwohl wir uns da auch nicht abgesprochen haben. Ich habe gleiche Sache gesagt, eine Folge vorher, 5 Getreide und 5 Hopfen gekauft. Ich habe 4 von dir übernommen. Das ist so, ja genau, das ist einfach so die Grundbasis, so im Sinne von, dass ein bisschen was bis die Lieferung reinkommt, dass zumindest was zum Überbrücken da ist. Boah. Also ich merke halt auch, mit jeder Staffel habe ich auch das Gefühl, ein bisschen besser zu werden, weil ich einfach aus den Staffeln vorher ein bisschen was gelernt habe. So. Und das dann versuche auch so ein bisschen mit rüberzunehmen. Fünfmal. Ich wollte mich jetzt eigentlich gar nicht so getreideabhängig machen, aber jetzt bietet sich's halt einfach an. Okay, ich lass mal. Punkt. Aussage abgeschlossen. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, die Nahrung, das wird schon. Jetzt müssten eigentlich die Bäcker gleich arbeiten können, das oder? Das Volk ist euch. Scheiße. Fehlt nur noch, dass irgendwie noch ein Haus fehlt und Überfüllung ist und die Leute eine Kirche fordern oder so ein Scheiß. Ja. Aber mit Religion haben wir wirklich gar nichts gemacht, ne? Ich glaube nicht, nee. Das wäre aber vielleicht auch eine Option gewesen, um noch ein bisschen Beliebtheit reinzubekommen, aber da ist Bier aus Chunk wahrscheinlich schon. Bisschen schon, aber das braucht dann auch wieder Steine, es braucht Geld. Ja, das heißt. Und dann bringt es nur so einen kleinen Bonus oftmals zu +1, wenn man viel Bevölkerung hat. Das lohnt sich meistens nicht so sehr. Ja, stimmt schon. Und dann noch der -1 Angstfaktor. Wohlgesonnen. Ohne den wäre es -10. Aber du hast die Steuern auch nicht gesenkt, oder? Vielleicht auch einfach nicht, ne? Das ist natürlich auch einfach eine Idee. Gott verdammt nochmal. Halten wir mal kurz hier ein bisschen, da nochmal ein bisschen. Jetzt kommt hier Fleisch rein. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Alter, ja, macht's halt spannend. Bei 51 Beliebtheit so gerade noch so gefangen. Das ist schon. Jetzt ist es bei 52. Gewesen, ne? Ja. Nein. So, jetzt müsste es reichen. Bis auch die Bäcker jetzt hier abgeben. Okay. Dann ein paar Apfelfarben, bitte.
Oh, die ersten Apfelgärtner kommen jetzt auch schon hier an. Sehr schön. Okay. Die Leute verlassen die Burg. Ihr miesen Undankbaren. Okay, wir haben auch 10 Pfund. Okay. Ich bin gerade versucht, gerade bei den Maps wie diesen jetzt ständig Speicherstände anzulegen. Ich aber auch. Ja. Ich bin auch die ganze Zeit gedacht, boah, jetzt erstmal speichern, so, das wäre dann eine super Sache, aber nee. Ja. Da. Der Versuchung widerstehen. Sind wir knapp über Hälfte. Ist in Ordnung. Okay, Eisen. Haben wir gar nicht mal so viel, ne? Ist in Ordnung. Ein. Ah nee, vier. Vier haben wir hier. Das ist eigentlich schon ganz gut. Ich hätte gerne Schwerter und Rüstungen. Wir benötigen mehr Holz. Ich hätte auch gerne Holz, muss ich gestehen. Viele der Dinge, die ich gerne hätte, muss ich auch sagen. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Reparieren wir mal, so gut es geht, die Burg. Zeitlich könnte das ein bisschen böse werden. Das ist schon krass, das ist erst Folge 3 und wir sind schon bei der Hälfte der Zeit. Hätte das von Anfang bis Ende in einem Guss funktioniert, wenn das wirklich nur 6 oder 7 Videos maximal geworden ist. Echt krass. Ja. Also ich meine, die Zeit vergeht jetzt ziemlich schnell. Ich habe schon fast das Gefühl, dass es eher eine kürzere Mission ist. Nach Templer-Maßstäben. Alter, wieder ein Käse, ein Brot und ein Korb mit Äpfeln drin. Oh, shit. Oh, und Nahrung wieder, ade. Wie deprimierend muss das sein, wenn du bist so ein Bauer, der voll am Ausgehungert sein ist, sondern am Ausgehungert sein ist, genau. Der am Aushungern ist und dann gehst du in den Kornspeicher. Da liegt ein bisschen Heu und ein Brot da im Dreck. Das ist schon traurig. Der Kornspeicher ist leer. Ja, das ist schon angenagt worden von den Ratten einfach. Ja, genau. Wundere ich mich, wir sind ja auch auf ziemlich großzügige Rationen gestellt. Ich meine, zu guten Friedenszeiten läuft das natürlich wunderbar. Das letzte Mal, als ich mich umgeschaut habe, sah es hier nicht so friedlich aus. Passiv-aggressiv. Ja, so gar nicht. Also, nehme ich so eine schöne Rose herbei und dufte es und so rieche so ganz eloquent dran, während im Hintergrund die gesamte Burg einfach in Flammen steht, ne? Oder einstürzt, weil sie baufällig ist. Die Nahrungsvorräte sind sehr Frieden, ich liebe die Ruhe. Es werden Waffen. Das ist der Geruch von Frieden. Und im Hintergrund. Im Hintergrund geht alles vor die Hunde. Ja, genau. So, die Leute haben Pest, es stinkt überall. Die Leichen werden nicht weggeräumt. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. So, okay. Nice, läuft. Das Volk hat eine hohe Meinung. Es werden alles hier. Aber jetzt mal, no joke, also wenn man 1 negativen Angstfaktor hat, wie viel Prozent erhöht das die Arbeitseffizienz? Hast du das gerade im Kopf? Minus 1? Müssten 10% sein. 10%? Okay. 10%, das bedeutet, dass das größte Problem ist, wie die Effizienz ist bei so Leuten, die ein Gut abgeben, wie zum Beispiel ein Eisen. Das bedeutet, du bekommst bei jeder 10. Lieferung ein Eisen mehr, also ein 2. Eisen quasi. Okay. Das dann, braucht dann eine ganze Weile, bis dann das sich mal wirklich rentiert. Und ja, ich meine dann auch wieder 5%, nee, 5 oder 10%? Nee, 5%, 5% Truppenkampfkraft minus. Und ja, das minus 1 Angstfaktor. Ich bin eher ein bisschen immer mehr am Überlegen, so Zwischenstufen zu nehmen. So minus 2, minus 3 Angstfaktor könnte oftmals auch gar nicht so schlecht sein. Dass man es vielleicht auch mit Steuern ein bisschen und mit Beliebtheit ein bisschen besser in Einklang bringt. Okay. Aber so, ja, negativer Angstfaktor ist mir immer aufgefallen. Da musst du wirklich schon im Voraus sehr stark mit planen. Und im Idealfall wirklich bei Missionen, bei denen du eine richtig fette Wirtschaft hast. Okay. Naja, gut. Dann sind jetzt hier minus 10 vielleicht gar nicht so dramatisch gewesen. Nicht aber so schlimm, das Geld, nee. Das Geld war trotzdem weg. Ich wollte gerade sagen, der Angstfaktor an sich ist nicht das Schlimme. Ich glaube, das Schlimmere sind eher die 300-400 Gold, die dafür am Anfang draufgegangen sind. Richtig. Wenn man sich überlegt, was das gebracht hätte, wenn man das wieder in Infrastruktur investiert hätte, jetzt in die Eisenminen oder in noch mehr Produktion oder sowas, ist dann wieder so die Überlegung. Ja, richtig. Wäre vielleicht noch ein bisschen besser gekommen. Vom Einsturz einfach nur übel. So, Schwertkämpfer sind wichtig, um dann eine enge Stelle zu blockieren. Wir haben nicht effektiv. Genügend Holz, my Lord. Dann brauchen wir erstmal noch das Holz dafür. Und dementsprechend könnte ich, was die Finanzen hier angeht. Wobei, wir hätten auch Piken machen können, sehe ich gerade, stimmt. Wir hätten auch Piken machen können. Also Pikeniere wären auch eine Möglichkeit gewesen.
Daran habe ich gar nicht gedacht. Dafür hatten wir zu wenig Armbrustschützen. Also irgendwie hätte, wir brauchten für Nahkampf war eher ein Blob, der viel Schaden macht, weil wir zu wenig hatten, was selbst Schaden macht im Fernkampf, weil wir halt viel mehr Bogenschützen als Armbrustschützen hatten. Deswegen brauchten wir so einen durchschlagskräftigen Schwertkämpfer-Blob hier. Vor allem, weil ich noch an die Angriffe von Schlange und Schwein gedacht hätte, da war es effektiver. Spätestens ab dem Wolf wäre es vielleicht eine Idee gewesen. Stimmt. Ja, aber ich muss zugeben, ich hab das gar nicht registriert, dass wir halt neben den Lanzen da noch Piken hätten herstellen können. Aber gut, ja, ich hatte auch den Gedanken, lieber auf Schwertkämpfer zu gehen. Ich hätte auch wirklich auf Piken umstellen. Ach, das hast du sogar gemacht? Was? Ach so, ja, stimmt, habe ich sogar gemacht. Oh, jetzt hab ich zweimal Rüstungen gemacht. Das ist ja auch uncool. Okay, dann müssen wir da ein bisschen gegensteuern. Ich weiß ja nicht, ob es so gut ist, jetzt so viel zu investieren. Können wir eigentlich irgendwas in Pechverteidigung machen? Ich glaube, da ging alles, oder? Das ging gar nichts, alles klar. Ja. Ah, Hallöchen, der Winternaht, da sind wir ja wieder. Ah, shit, okay. Aber wir könnten Fallen machen. Ah, wenigstens Fallen. Wenigstens das. Aber so viel Holz haben wir gar nicht, dass sich das wirklich lohnt. Es ist genau das Gleiche, was ich auch gesagt habe. Ach geil, wir können Pech machen. Ah nee, warte mal, wir können nichts mit Pechverteidigung machen. Naja, wenigstens Fallen. Ah, kostet zu viel Holz. Exakt, fast der gleiche Wortlaut sogar. Ah! Wie konnte das passieren? Jetzt wird... Oh. Konnte es nur so weit kommen. So, das Ding ist zu. Warum? Er will doch nur Holz bringen. Oh, es ist aber schon eklig, dass wir so viele Stellen haben, die wir verteidigen müssen, prinzipiell. Wir benötigen Holz. Es ist interessant, wie die Prioritäten sind. Ich wäre jetzt wahrscheinlich hergegangen und hätte 5 Armbrüste gekauft, um halt mehr Armbrustschützen auszubilden. Du investierst das Geld lieber in eine Schmiede. Also da sieht man halt wirklich, wie sich die Geister manchmal scheiden und wie dann so Synergien entstehen. Wirklich interessant. Das stimmt, ja. Ich meine, ich hatte mich innerlich, ich wusste jetzt zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht, wie lange noch bis zum Schwein ist. Und ich hatte wirklich die Hoffnung, dass die Industrie noch anspringen kann, dass man einen guten Schwertkämpferblob hinbekommt, bis das Schwein kommt. Aber, ja. Schauen wir mal. Ja. Schwerter! Ritter dürfen wir keine bauen, das ist uncool. Dürfte ich die Lanzen verkaufen? Nein! Alles klar. Eine Botschaft des Schweines. Oh, nee. Bald? Nee. Nee. Schweine. Jetzt schon? Shit. Ich habe doch noch gar nichts wieder aufgebaut. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Und das ist leider immer noch mein Problem. Ich habe noch 3 Minuten. Da war sie wieder, die magische 3-Minuten-Grenze, die wieder genannt wurde. Das war nicht so in der letzten Folge. Ein gewaltiges Herr der Schlange wird bei dir. Ja, das ist ein Notwendsproblem. Notwendsproblem. Und in der nächsten Folge das Schwein kommt, das ist immer noch mein Problem. Scheiße. Ja, genau. Ein bisschen Panzern hier bitte. Ich brauche dann auf jeden Fall noch. Ich hoffe, das war einfach eine Ankündigung von wegen, ja, das Schwein kommt dann in 3 Stunden. Der hat sich jetzt erstmal so bequem, so aus dem Bett aufzustehen oder so. Der Rest kommt halt, folgt dann noch. Irgendwas in der Richtung. Eure Befehle? Ansonsten haben wir einen Shit! Das ist ja auch wieder Short-Reife irgendwie, muss ich sagen. Es wurde nicht mal angekündigt, dass die... Oh mein Gott! Ja, natürlich! Aber sicherlich! Bin zur Stelle! Ich hätte schneller Armbrüste. Oh, wenn ich mir die Pikemen da angucke... Panik, Panik, übelster Panikmodus. Ich will aufwachen aus diesem Traum. Ich hab nichts zum. Oh, ich hab keine Wirtschaft. Schön, dass ich jetzt Schwert und. Oh Mann, ich hätte lieber mehr Armbrüste. Aber. Oh, fuck. Dürfte ich kurz anmerken, wie eklig die Situation hier gerade ist? Ja, dürfen Sie. Alles schon heftig. Also, gerade. Also, das sind ja alleine schon locker 150 Bogenschützen, mindestens, oder? So um den Dreh, so an die 100 würde ich mal schätzen und Armbrustschützen wahrscheinlich auch ähnlich viele. Ja, so, das ist echt heftig. Das ist halt das größte Problem, du darfst dir von der, weil der Abstand zwischen Schlange und Schwein ist so kurz, du darfst dir nicht wirklich erlauben, von der Schlange dir so viel kaputt machen zu lassen, weil das Schwein quasi direkt danach kommt.
Ist wirklich so. Das ist Luftlinie 10 Minuten, wenn überhaupt. Schon krass. Mhm. Hoch mit euch, ihr Maden. Runter mit euch, ihr Torhäuser. So. Oh, shit. Ich hatte auch, irgendwann gab es auch den Punkt, wo ich drüber nachgedacht habe, positiven Angstfaktor zu machen, einfach um diesen Kampfmalus so ein bisschen auszugleichen oder die Unterzahl ein bisschen auszugleichen. Ich habe es dann aber doch nicht gemacht, weil dann auch einfach das Geld gefehlt hat und die Wirtschaftlichkeit jetzt schon so oder so nicht so gut war. Hättest du gesagt, wenn das jetzt, hätten die jetzt einen 5er Kampfbonus gehabt, plus, hätte das deutlich einen Unterschied gemacht, glaubst du das? Das hätte schon einen Unterschied gemacht, sowohl von den Schützen her, als auch von den Nahkampfblobs. Das macht schon einen gewaltigen Unterschied, aber das ist halt die Sache, ob sich dann lohnt, dafür die Wirtschaft so einzuschläfern. Weil für die letzte Schlacht, würde ich mal sagen, und für die letzten paar Kämpfe, wird es sich rentieren, aber jetzt so relativ früh im Spiel wird es wahrscheinlich so viel Wirtschaft kaputt machen, dass das dann auch wieder seine Effekte hätte. Und ich war, das Lustige ist, ich war in meiner Kindheit bei Stronghold wirklich ein Riesenfan vom positiven Angstfaktor. Mittlerweile jetzt mit der Erfahrung kommt einfach so, dass ich es oftmals einfach auf neutral halte, weil es im meisten Sinn das Beste ist und nur dann situationsbedingt machst du mal irgendwie was. Ja, richtig. Also ähnlich bei mir genauso. Ich habe auch immer lieber Gärten und Statuen und so einen Kram gebaut, weil es einfach fancy aussah und die Truppen dann so einen schönen grünen Punkt darüber hatten. Das fand ich immer ganz toll. Und ich hatte beim negativen Angstfaktor habe ich auch immer gedacht, das hat doch nur Nachteile. Die Truppen sind einfach nur schwächer und du hast Bauplatz verloren. Truppen sind schwächer, du hast Bauplatz verloren, du hast noch negativen Angstfaktor. Negative Beliebtheit einfach nur. Der einzige Vorteil ist die Wirtschaft, aber man darf nicht vergessen, wie stark die Wirtschaft geboostet wird, vor allem in den Zwischenstufen, weil das Schlimmste, Krasseste ist es ja beim Brot. Du kriegst mehr Getreide und dann aus diesem mehr Getreide wird nochmal mehr Brot gemacht, da hast du den doppelten Effekt einfach vom Angstfaktor. Also das ist schon sehr, sehr krass, aber ja, wie gesagt, das ist so ein Langzeitinvestment eigentlich, der negative Angstfaktor. Und das Ding ist, als Kind wusste ich nicht mal, dass das die Wirtschaft boostet. Das wusste ich als Kind einfach nicht. Ich dachte, okay, du kannst einfach nur einen negativen Angstfaktor machen, das wirkt sich negativ auf alles aus, also mach ich's nicht, weil bringt ja nichts. So, das wusste ich als Kind halt einfach nicht, dass es die Wirtschaft boostet. Ich habe meine Kindheit einfach so die Kalkulation gemacht, okay, positiver Angstfaktor hat 2 Vorteile, einen Nachteil und beim negativen Angstfaktor andersrum, 2 Nachteile, einen Vorteil, dachte ich mir einfach, ja, dann natürlich positiven. Ja. Aber dieser eine Vorteil vom negativen ist halt schon ziemlich krass, wenn er voll ausgebaut ist. Und da hast du damals schon viel analytischer und besser gedacht in diesem Spiel als ich damals, wahrscheinlich im selben Alter. Ja, was mache ich hier? Was mache ich hier? Ja, eigentlich. Also ich schaue mir das hier an und stelle mir gerade so ein bisschen die essentiellen Fragen des Lebens, wie ich hier eigentlich gelandet bin. Okay, jetzt brauchen wir mal ein paar schöne... Hättest du mal die Ausbildung damals nicht abgebrochen? Nee, du hast ja die Ausbildung geschafft, also alles gut. Ich bin ein Nahkämpfer. Oh, es ist halt die Frage, ob es von dem Stand den Koga gemacht hat. Dann noch. Ich werde wahrscheinlich laden müssen und dann können Koga wahrscheinlich nochmal gegen die Schlange verteidigen müssen. Das ist so das Problem. Jetzt sollten wir das hier nicht halten können. Guckt wieder entspannt zu, wie seine ganze Zivilbevölkerung abgeschlachtet wird. Du hattest auch das Problem, dass du dann teilweise Truppen nicht mehr auf dem Berg geschickt hast. Ich hab dann zwischenzeitlich, also gegen Ende, habe ich dann meinen Stronger Crusader Trick gemacht und ein Mauerstück platziert. Aber das darauf komme ich erst später. Alles klar. Folge 6 oder 7 oder 8, ich bin mir gerade nicht sicher, aber irgendeine Folge war es. Da hatte ich übel Probleme damit gehabt. Wirst du mal sehen. Ihr sollt alle mal wieder hoch, bitte. Obwohl, hier könnt ihr mal kurz ein bisschen gegen. Blobben! Blip, blip! Ist eingetroffen. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, das ist wirklich einfach übel, ne? Übel. Irgendwo war eine Fehlkalkulation drin. Entweder habe ich am Anfang zu lange gebraucht mit den Steinbrüchen, das Problem. Oder bei Koga sind ein paar Fehlkalkulationen. Zum Beispiel die bösen Sachen. Oftmals rendieren sich die bösen Sachen erst viel zu spät, dass ich mir vorstellen kann, dass das nach hinten losgeht. Okay, mach mal schnell nochmal von hier. Was mache ich? Die Frage ist dann, von welchem Spiel... Habe ich das Ding schon wieder... Alle guten Dinge sind 3, jawohl. Egal. Die Truppen der Schlange greifen an. Ich halt auch wirklich gar keine Zeit habe. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Eure Befehle?
Ihr könnt auf uns zählen. Das ist Thor, wieder nicht repariert. Früher, na, ganz ehrlich, wir, so schön die Eisenindustrie auch ist, das sollte ich vergessen. Aber gut, sag ich, das muss Kurga halt wissen dann. Dass wir schneller mehr Armbrüste brauchen. Ich kann schon mal sagen, einmal mehr Harnische bitte. Wie letztes Mal. Das ist mal. Das, wo du ja vorhin auch gefragt hattest, warum ich nicht mehr Armbrüste mache und mehr Schwerter. Da wusste ich noch nicht, dass das so knapp ist vom Pacing quasi zwischen Schwein und Schlange. Deswegen dachte ich mir, wir haben noch Zeit, Schwertkämpfer zu machen. Aber jetzt, wo ich realisiert habe, dass wir nicht die Zeit haben, dachte ich, jetzt braucht man die Eisenindustrie gar nicht hochzufahren ab dem Zeitpunkt. Ist auch richtig so. Das hätten wir entweder früher machen sollen oder, schwierig. Oder gar nicht. Oder gar nicht, ja, vielleicht im Zweifel. Ja. Ich kann sagen, weil die Außenwirtschaft jetzt dann gleich draufgehen wird, einmal mehr eine Kuhfarm nochmal oder so. Oh. Ja, geil. Das ist wirklich krass. Man könnte denken, ich habe dir den Safe übergeben, dann sind so 20 Sekunden vergangen. Dann 10, 20 Sekunden und du hast ihn wieder. Sehr geil. Im Grunde einfach ewig viel passiert, was du niemals mitbekommen hast, weil nur quasi so die verlorenen 14 Minuten 40 einfach da stattgefunden haben. Wirklich, echt krass. Aber das ist auch der Reiz an dem Projekt dann auch, deshalb. Hey, im Grunde habe ich eigentlich nur 20 Sekunden Fortschritt gemacht. Wie du es jetzt auch sagst, Alter. In der Mission, ich glaube. Das Allergeiste ist ja wirklich, man hat bei mir jetzt quasi so eine alternative Zukunft gesehen, wie das Schwein, also ich habe schon die Hölle gesehen, einfach mit dem Schwein, und ich weiß genau, dass du das noch vor dir hast, und denk mir einfach, viel Spaß wünsche ich dir. Haube. Und Speicher. Das geht doch nicht so schnell und einfach wie gedacht. oh Mann. Das Zeitfenster zwischen Schlange und Schwein ist verdammt kurz, wir haben nicht viel Vorbereitungszeit. Ob man das schaffen könnte, weil das waren noch so viele beim Schwein, dass selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt 10 bis 20 Armbrustschützen mehr, wenn man das ein bisschen pusht, selbst mit 30 Armbrustschützen mehr, boah, das war schon eine gewaltige Wucht im Vergleich zu dem hier. Ich würde sagen, das sehen wir mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, dann sehen wir uns dann bei Folge 5 wieder und allgemein geht's bei Folge 4 weiter, weil den Kurga jetzt mal hier gegen Schlange und Schwein kämpfen darf. Juhu! Okay, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bye-bye. Ja, das war ein Pfund. Mal wieder. Das war ein Pfund. Das war ein volles Pfund aufs Maul, war das. Ein richtiges Pfund aufs Maul. Aber du hast die Erkenntnis gesammelt, dass das Eisen da in der Sekunde oder in dem Moment einfach nicht der richtige Weg war. Ich glaube, ich habe das auch so gesehen und deshalb hatte ich das, glaube ich, in der nächsten Folge nicht angefangen. Naja. Aber, Ulfin und ich reagieren in der nächsten Folge auf meine Folge 4. Das seht ihr dann bei Ulfin auf dem Kanal. Genau. Und dann dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Wir tun es auf jeden Fall. Macht's gut, bleibt gesund und ciao. Bis dahin, ciao.